Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar quatschen wir heute mal über das Mustang 6 Event in Pullman City im Harz. Einige von euch haben mir die Frage gestellt, ob sich die teuren Ticketpreise tatsächlich lohnen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einmal das Event Schritt für Schritt durch. Und zwar, ich weiß, ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen spät mit dem Video. Das Event findet am 24. bis zum 26.06. statt, also in 1,5 Wochen. Ich bin zu 99% vor Ort. Also, wenn ihr mit mir quatschen wollt, einfach anquatschen. Unter Umständen können wir auch ein bisschen Shelby fahren, je nachdem, wenn es nicht zu viele werden und so. So, wie gesagt, Anreise ist am 24., sprich am Freitag ab 12 Uhr. Offizielle Öffnung 18:30 Uhr. 19 Uhr ist dann der Stammtisch im Big Moose Dance Hall. Ja, ansonsten können wir bis 24 Uhr feiern. Das eigentliche Event fängt aber tatsächlich erst am Samstag an. Ab 10 Uhr. Bis 17 Uhr ist dann Show and Shine. Bis 17 Uhr ist auch der Auspuff-Contest. Ausstellermeile bis 18 Uhr. Siegerehrung 18 Uhr. Ja, das ist das Event. Dann haben wir noch den Sonntag. Hier haben wir ungefähr das gleiche Programm. Das Ende ist dann um 16 Uhr. Ausfahrt durch die Westernstadt 12:30 Uhr, da nehme ich nie dran teil, aus dem ganz einfachen Grund, Steinschläge. Steinschläge, Steinschläge. Also ich brauche das nicht unbedingt durch die Westernstadt zu fahren, das ist dann so staubig danach. Nee, also nee, das möchte ich meinem Fahrzeug nicht zumuten. Die Ticketpreise, ja, aber die. Genau. Tagesticket kostet 30 Euro. Ihr habt mit diesem Tagesticket Zugang zum Mustang 6 Event. Könnt ganz normal euren Mustang parken auf der Parkfläche und habt freien Zutritt zur Westernstadt. Und das alleine ist schon, ich meine, der Eintritt wäre so bei 20 Euro. Von daher bezahlt ihr im Endeffekt für das Event einen Zehner. Wochenendticket kostet 50 Euro für 3 Tage. Da habt ihr noch die Teilnahme an allen Wettbewerben und könnt bei der Westernstadt Rundfahrt mitmachen. Auch hier habt ihr wieder freien Zugang tatsächlich zur Westernstadt. Und wie gesagt, das kostet normalerweise schon ordentlich Geld. Dann habt ihr noch das Premium-Ticket. Dort habt ihr Premium-Parkplätze, 40 Stück, sind sofort ausverkauft. Ich habe auch keinen. Ich hätte mich wahrscheinlich darum bemühen können. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch nachträglich einen bekommen. Aber ich brauche das nicht. Ich habe direkt ein Ferienhaus auf dem Gelände. Dort werden meine Fahrzeuge wahrscheinlich stehen. Ich werde noch nicht mal auf die große Wiese fahren. Wir schauen uns das aber gleich einmal alles im Detail an. Was natürlich wahrscheinlich für sehr viele von euch interessant ist, wie schaut es eigentlich mit den Händlern aus? Also, Velocity ist wieder vor Ort. Kubis Glanzraum kenne ich gar nicht. Nuke kenne ich auch nicht. Können wir einmal drauf gehen? Also, Kubis Glanzraum ist ein Kfz-Aufbereiter. Ja, hätte man wahrscheinlich auch so drauf kommen können. Nuke 2M. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ah, okay. Ah, das sind diese Fotoboxen, dieser Fotograf. Ja, okay. Ist geil auf jeden Fall. Die Fotos scheppern schon. Also, ja. American Horsepower ist natürlich auch wieder am Start. DD Custom ist tatsächlich zum ersten Mal vor Ort. Ist eine kleine Auspuffmanufaktur in Hamburg. Borlax Horse ist auch wieder am Start.
Ehrlich gesagt verstehe ich es gar nicht, warum die Kollegen vor Ort sind. Ich freue mich natürlich, dass die vor Ort sind, so ein großer Hersteller mit so einem großen Namen, aber verstehen tue ich es tatsächlich nicht, denn ich kann mich entsinnen, 2019, die Vertreter sprachen kein Wort Deutsch, viele Besucher sprechen kein Englisch, sprich Kommunikation schon mal sehr schwierig. Ich musste auch für einen Kumpel dolmetschen. Ja, also 2019 war es zumindest so, die haben auch Auspuffanlagen präsentiert, die in Europa nicht zugelassen sind. Von daher macht das eigentlich wenig Sinn, meines Erachtens nach. Dann Nesca-Jacken. Klassiker ist eigentlich immer mittlerweile auf fast jedem US-Treffen vertreten. Asch Motorsport. CBC Performance ist ein Tuner, der halt hauptsächlich auch dies mit dem Wassertransferdruck anbietet. Falls ihr euch das mal angucken könnt, könnt ihr euch das vor Ort angucken. Kalkofen US Car Service, ja, Name sagt, denke ich, alles. Auto Henschel ist am Start. Ist, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne, oder das zweite Mal. Ich weiß es gar nicht, aber macht auf jeden Fall Spaß, mit dem Dude zu quatschen. WF-Cars kenne ich tatsächlich auch gar nicht, aber man sieht auf jeden Fall, es sind schon viel A. Ach klar, doch, 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 klar. Macht hauptsächlich Felgen, ja, Reifenservice Felgen, klar. Der ist sehr aktiv in der Mustang-Szene, selbst ein Mustang-Fahrer, alles gut. Wolf Racing, ich glaube tatsächlich auch zum ersten Mal. Also wie wir sehen, die Dichte an herrscht an Tunern ist tatsächlich diesmal sehr, sehr groß. Oversize Parts kenne ich tatsächlich auch jetzt gerade so nicht. Ah, doch, das sind die Pony-Wandfiguren in Übergröße. Ja, Tatsache. Doch, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Voll verklebt. Thomas Burkraft. Ich glaube, Mann der ersten Stunde. War immer vor Ort mit seinem Mustang. Und der Mark Oliver von der Mustang-Klinik, auch jemand der ersten Stunde, wie ich auch. Ja, dann schauen wir uns das mal eben im Hintergrund an. Also wie gesagt, es ist eine Westernstadt, wie wir jetzt hier auch sehen. Und ja. Dort spielt sich tatsächlich dann auch der ganze Tag ab. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist ein großes Gelände. Da bin ich auch irgendwo in der Ecke mit ein paar Kumpels, ein paar Bier am Tischen gewesen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist eine Westernstadt. Da ist halt noch ein Ferienwohnpark mit Ferienhäusern. Die sind in der Regel innerhalb von ein, zwei Tagen ausgebucht. Also da muss man wirklich fix sein oder man muss Kontakte haben. Ja, dort wird dann gegrillt oder man geht essen in der Westernstadt tatsächlich. Also so drei, viermal am Tag geht man dort essen. Zumindest mit meinem Appetit. Ansonsten findet das ganze Event wirklich auf dieser Wiese statt, an der Händlermeile, beziehungsweise auf dem Parkplatz rechts daneben, wo man parkt. Man nimmt einen Campingstuhl mit, setzt sich dahin mit einem kühlen Getränk, knüpft Kontakte, schaut sich die Mustangs an, denn es sind tatsächlich einige vor Ort. Ich glaube, 2018 hatten wir die 500er Marke geknackt, 2019 700. Ich bin gespannt, wie viele wir diesmal sind. Man sieht da wirklich alle Farben, in der Regel eigentlich auch alle Bodykits, die so verfügbar sind. Alle Auspuffanlagen, alles Mögliche an Felgen. Also dort sieht man wirklich jede Variation am Mustang, die man so hat. Was mich so ein bisschen stört, aber klar, es ist ein Mustang 6 Event. Man versucht aber mittlerweile auch den Spagat ein bisschen weg von der G6, finde ich jetzt so. Denn ich finde, wir Mustang-Fahrer sollten ein bisschen enger zusammenrücken. Mich würde es zum Beispiel sehr, sehr freuen, wenn ich mehr Generation 5 Fahrzeuge sehe, Generation 4,
3, 2 und 1. Ja. Ansonsten werden da halt auch so kleine Umbauten nebenbei gemacht auf dem Gelände. Auspuff-Contest. Es gibt sogar tatsächlich auch Ausfahrten, die werden meistens privat organisiert. Kann man sich immer ziemlich schnell, also wie gesagt, man knüpft halt ziemlich schnell Kontakte und dann kann man da dort auch dran teilnehmen. Umgebung sehr, sehr, sehr schön. Viele, also ist ja alles Landstraße, ziemlich viele schöne Kurven. Man muss halt aufpassen mit Motorradfahrern tatsächlich, weil die auch dort in Scharen unterwegs sind. Wundert euch nicht, ich nehme nicht an Ausfahrten teil. Es ist nicht mein Fall. Wenn ich da mit 50, 60 Fahrzeugen in Kolonne fahren muss und ich bin halt schon wirklich nicht unbedingt der Cruiser, sondern eher der sportlichere Fahrer, kann ich nichts mit anfangen. Da kriege ich einen innerlichen Tourette-Anfall. Geht gar nicht für mich. Wer noch nicht auf diesem Event war, das sage ich jetzt wirklich aus vollster Überzeugung, das ist ein Muss. Das ist eine Pflichtveranstaltung eigentlich für jeden Mustang-Fahrer. Für jede Generation. Wenn ihr jetzt einmal vor Ort wart, kennt ihr in der Regel die Aussteller. Wie gesagt, also wenn wir uns jetzt nochmal die Liste angucken, ich würde mal schätzen, 70% waren die Jahre davor auch vor Ort. Ich würde tatsächlich sagen, Besuch 2, 3, 4, 5 ist tatsächlich nicht unbedingt wegen der Händlermeile, sondern eher, weil man da Kontakte geknüpft hat und die Leute treffen möchte. Das ist so einmal im Jahr, trifft man sich auf jeden Fall vor Ort. Das ist so ein, ja, man kommt zusammen wie eine große Familie, ganz einfach. Und ja, also bei mir, es ist eine Pflichtveranstaltung. Ich war ja letztes Jahr auch vor Ort, obwohl es kein offizielles Treffen war vom Forum, sondern inoffiziell, man ist halt connected. Und dann hat man sich halt dort getroffen. Es waren aber trotzdem gute, ich schätze mal 100, 150 Leute vor Ort. Aber ohne Händlermeile natürlich. Ja, die Händler promoten halt ihre Produkte. Es gibt halt auch immer gute Rabatte. Ja, wie gesagt, meines Erachtens nach ist es eine Pflichtveranstaltung, wenn man noch nicht vor Ort war. Die Leute geben sich halt auch richtig Mühe, muss man sagen, das Forum. Und ich freue mich dieses Jahr wirklich extrem drauf. Es ist einfach auch mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen. Dieses Fahrzeug werden wir auch vor Ort sehen. Den GT350 von Milan. Wilder Umbau. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wir werden das Fahrzeug auf jeden Fall vor Ort sehen. Wie wir jetzt hier auch gerade im Hintergrund gesehen haben, die Tuner erklären halt auch ziemlich viel. Die haben Anschauungsmaterial dabei. Die haben einen Kompressormodell dabei, was aufgeschnitten ist. Die haben Nockenwellen dabei, die haben Zylinderköpfe dabei. Die können euch vor Ort halt detaillierter die Sachen erklären als bei denen vor Ort. Die haben halt ein bisschen mehr Zeit. Für die meisten, die sind ja selbst Mustang verrückt. Zum Beispiel der Sebastian Asch, von der Mustang Klinik, Henry Henschel, das sind ja alles selbst Mustang-Fahrer. Von daher, obwohl tätowieren lassen würde ich mich natürlich vor Ort nicht, denn es ist sehr staubig. Aber ja, ihr lacht vielleicht, genauso wie ich, aber es waren einige Leute, die sich tatsächlich vor Ort tätowieren ließen. Ja, also wie gesagt, das sollte man natürlich nicht machen, das gibt einen auf den Finger. Ja, ansonsten, wie gesagt, manche haben sich tatsächlich ein bisschen echauffiert über die Preise, aber ganz im Ernst, Leute, für das, was ihr geboten bekommt, ist das ein geiler Kurs, weil, wie gesagt, die Westernstadt und das Mustang 6 Treffen ist halt wirklich
integriert. Man geht morgens frühstücken in der Westernstadt, man geht Mittagessen in der Westernstadt, man geht nachmittags nochmal essen in der Westernstadt oder an einem Foodtruck auf dem Mustang 6 Event oder abends geht man halt in die Bars und in die Ladenlokale in der Westernstadt, weil Eintritt ist frei. Dort geht man halt dann essen, trinkt dann abends noch bis 12 Uhr ist man am Tisch, trinkt Getränke, Bier, hört Musik, quatscht untereinander. Und dann geht es halt entweder weiter in den Ferienwohnpark oder man geht halt Heier machen. Ganz einfach. Aber ihr seht schon, wie staubig das tatsächlich ist. Also ich habe da nie so wirklich Bock drauf. Also das ist nicht so mein Fall. Wie gesagt, wenn ihr mich trefft, quatscht mich an, aber bei solchen Aktivitäten werdet ihr mich nicht finden. Ich werde ohnehin wirklich sehr, sehr viel auf dem Event sein oder mit den Leuten unterwegs sein, denn ich habe viele Sachen geplant tatsächlich. Von daher, schreibt mich sonst auf Instagram an. Ganz einfach, dann kann man auch ein Treffen ausmachen. Vielleicht habt ihr auch ein interessantes Fahrzeug, was ich abfilmen kann. Ja, ansonsten freue ich mich tatsächlich, euch zu treffen. Ja, und ich hoffe mal, man sieht sich vor Ort. Bis dahin, euer Quertreiber. Ciao.